Warum schwankt die Reichweite beim Elektroauto so stark? Ihr kennt das, ihr fahrt einen Berg hoch, es regnet oder ihr habt einen Anhänger und auf einmal putzen die Kilometer. Und warum das so ist, warum ich in der Küche stehe, das erfahrt ihr in dem Video, also bleibt dran. Um das zu erklären, müsst ihr verstehen, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen dem Verbrennermotor und dem Elektromotor, und zwar beim Wirkungsgrad. Der Verbrennermotor hat ungefähr 75% Verlust und der Elektromotor 25% Verlust. Und um das bildlich sich klar zu machen, was das bedeutet, habe ich mal ein paar Pizzen vorbereitet. Und zwar packe ich jetzt mal 4 Pizzen in den Backofen. Das ist jetzt quasi unsere Energie, die wir tanken. Die, ich sage jetzt mal 60 Liter Diesel, die in den Tank gefüllt werden. Und dann schauen wir mal nachher, was bei rumkommt. Die Pizzen sind fertig, schauen wir mal. Oh, da ist eine. Die ist sehr lecker. Aber was ist hier passiert? Wir haben 1, 2, 3 Pizzen sind verbrannt. Das ist schon Wahnsinn, oder? Also 3/4 der Energie aus dem Tank im Verbrenner sind einfach weg. Warme Luft. Ja. Aber bevor ihr jetzt Hunger bekommt wegen den Pizzen, machen wir mal weiter. Weil ihr wollt ja wissen, was das Ganze mit dem Wirkungsgrad, mit dem Reichweitenschwanken vom Elektromotor zu tun hat. Und dafür schauen wir uns jetzt mal die Verbräuche an. Wir haben aber den Verbrenner hier oben mit 60 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das sind 6 Liter ungefähr. Das ist quasi 1 Liter, entspricht ungefähr 10 Kilowattstunden. Das ist der große Balken hier oben. Und hier unten haben wir den Elektromotor, der hat 20 Kilowattstunden Energieverbrauch auf 100 Kilometer. Und dann seht ihr schon, dass von vornherein der Elektromotor wesentlich weniger Energie für die Fahrtstrecke braucht als der Verbrenner. Woran liegt das? Na, daran, dass der Elektromotor den besseren Wirkungsgrad hat. Denn er setzt mehr von seiner Energie, die er zur Verfügung hat, in die Fortbewegung um. Und deswegen braucht er auch weniger. Und jetzt passt auf, das Interessante ist, wenn wir jetzt mit dem Wirkungsgrad rechnen, das heißt, wir schauen mal, was bleibt denn von den 60 Kilowattstunden übrig, wenn wir 25% nur umsetzen in Fortbewegung, dann sind das 15 Kilowattstunden. Und für den Elektromotor wären das bei 25% Verlust ebenfalls 15 Kilowattstunden. Wir sehen also, der eigentliche Energieverbrauch für das Fahren ist bei beiden gleich. Aber beim Verbrenner haben wir natürlich wesentlich mehr Verlust. Seid ihr noch dabei? Viel zu rechnen, oder? Prozentrechnung. Ich sage mal, wer rechnen kann, fährt eher Auto. Jetzt wird es spannend, passt auf. Jetzt fahren wir im Regen, wir fahren schneller und bergauf. Also verbrauchen wir mehr. Unser Verbrauch steigt um 10 Kilowattstunden, sage ich mal. Und die packen wir jetzt oben drauf. Das heißt, beim Verbrenner werden aus den 60 Kilowattstunden 70. Beim Elektroauto werden aus den 20 Kilowattstunden 30. Und jetzt seht ihr, dass natürlich vom Balken alleine beim Elektromotor das Ganze viel stärker anwächst. Und beim Verbrenner, das ist nur ein kleiner Teil. Das fällt also kaum auf. Und dieses Gefühl können wir natürlich auch mit Zahlen belegen. Das heißt, beim Verbrenner sind das 17% mehr Verbrauch. Und beim Elektroauto 50% mehr Verbrauch. Das bedeutet, bei einer Reichweite von 300 Kilometern sinkt die um 100 Kilometer auf 200 zurück. Aha, das heißt also, und das ist wichtig, je höher der Anteil der Energie ist, die man zum reinen Fahren verwendet, umso mehr merkt man natürlich auch, wenn sich dieser Anteil erhöht oder verringert. Das heißt, beim Elektroauto merkt man sehr stark, wenn man auf einmal einen höheren CW-Wert hat, weil man einen Anhänger hat oder wenn es den Berg hochgeht oder wenn die Straße nass ist durch Regen und der Rollwiderstand hochgeht. Beim Verbrenner ist der Anteil vom reinen Fahren so gering, dass das kaum auffällt, wenn sich dieser kleine Anteil verändert. Das ist der Grund. Jetzt wisst ihr, woran das liegt mit der schwankenden Reichweite. Im Winter gibt es natürlich noch den Effekt, dass die Reichweite sinkt. Das liegt aber am Akku. Und bevor ihr aber jetzt in die Kommentare schreibt, ja, dann kaufe ich mir einen Verbrenner, da muss ich mir um die Reichweite keine Gedanken machen. Da erinnere ich euch nochmal an die 4 Pizzen am Anfang. Wer kauft einen Backofen, wo 3 von 4 Pizzen verbrennen? Oder wer würde so einen Backofen anbieten, wo 3/4 der Energie verbrennt? Ihr seht also, wir erkaufen uns letztendlich die Bequemlichkeit konstanter Reichweite durch den Verbrauch kostbarer Ressourcen. Und ich stelle mir die Frage, was besser ist. Ein Motor, bei dem man einen hohen Verbrauch nicht merkt, oder ein Motor, der einfach weniger verbraucht. Hallo, seid ihr noch da? Hallo, ich erkläre euch heute, warum. Ich weiß, aber jetzt wird's spannend.
erklären, dass man das... Hi. Damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Das zeige ich... Je höher der Anteil ist, den man zum reinen... Scheiße. 3/4 aus dem Tank vom Verbrenner ist... Weg. Ja. Jetzt pass auf, jetzt spannend. Das heißt, wir verbrauchen mehr. Mehr, nicht wer. Hallo, ich erkläre euch heute, warum Verbrenner ver... Nur 25%? Alexa, aus. Seid ihr noch dabei? Es wird popular. Jetzt fängt es an zu regnen. Wir fahren bergauf. Und es wird